Ja, und da steht er wieder am Bärensee mit einem schön entspannten Set. Heute komplett auf Muschelalten. Nicht Muschelfang, Muschel als Köder. Ja, Attacke Vollgas. Es läuft oder es lief bisher schon ganz gut. Und zwar schon zweimal, denn ich hatte gerade zwischendurch circa eine Stunde kurz eine Unterbrechung gemacht und jetzt hier gerade wieder hingestellt und es geht auch direkt wieder los. Mit einem ganz interessanten Unterschied, gucken wir uns gleich aber im Detail nochmal an. Ja, was haben wir denn hier? Muscheln haben wir hier, denn ich hatte ja auch im Discord gesehen, da hatte der Devilus ein bisschen rumprobiert und getestet und hatte da mit seinem Grundaccount ein bisschen was rausgezogen. Und zwar auch jede Menge Lederkarpfen. Die Lederkarpfen habe ich leider bisher noch nicht gefunden. Die hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber nichtsdestotrotz habe ich ganz gut bisher schon gezogen und auch gewichtsmäßig gar nicht so schlecht. Spiegelkarpfen in der ersten Runde, Schuppenkarpfen und Amure in der zweiten Runde. Das ist gerade ein bisschen eigenartig. Also ihr seht hier an der Stelle den Gap sozusagen. Ich hatte hier ein paar Minuten getestet. 20 Minuten ungefähr und da sind regelmäßig recht dicke Dinger reingegangen. Ja, dann ging es los, eigentlich wie beim zweiten Mal ging es los, genau wie beim ersten Mal. Erstmal ein Spiegelkarpfen mit ungefähr 4 Kilo und dann kamen aber die Schuppis, sogar hier so ein ganz dicker Fetter, 2 Kilo von der Trophy entfernt. Ja, und jetzt ist halt gerade ein bisschen Flaute, ich weiß gar nicht, was los ist. Vielleicht ist tatsächlich Mittagszeit. Ich habe gerade nochmal umgebaut. Ich habe noch nicht eine Futtermische drin. Das mal so als erstes. Das ist blank. Ohne eine Futtermische, ohne hier mit PVA und Schnickschnack und PVC und C und A. Einfach nur reingeschmissen, die Köder, mit natürlich den verschiedenen Montagearten. Das heißt natürlich zum einen die klassische Haarmontage, aber eben auch Pop-Up-Rig. Und ja, da werde ich jetzt noch ein bisschen weiter dran rumfummeln. Wir können ja mal auf das eine hier eingehen. Geklippt ist das Ganze natürlich auch. Wie soll es auch anders sein? Geklippt ist das Ganze auch auf... Warte mal, wir machen mal Doppel-Maiskette. Auf 21 Meter der Clip. Aber das ist doch bekannt hier an der Stelle, oder? 21, 22 Meter... Geht immer ganz gut. So, Pop-Up-Rig. Kombination zweimal Maiskörner. Dann, Muschel hatten wir, glaube ich, schon überall dran. Das Ganze hat, geht ja, wie gesagt, auf Muschel. Und ich nutze hier die ganze Zeit schon die ganz, ganz großen Haken. Muss man nicht machen. Ich denke mal, wenn man hier vielleicht sogar mit einem 1-0er unterwegs ist, könnten wir sogar noch mehr Frequenz hinbekommen. Und wenn man hier mit einem Einser unterwegs ist, auch das ist durchaus tauglich und vor allem hat man eine höhere Frequenz. Es gehen natürlich dann auch ein paar andere Fischis mit rein als die Karpfen. Dann werden auch mal vielleicht ein paar Karauschen oder was mit reingehen. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man hier in dem Levelbereich ist, dass man hier vielleicht so mit Level 19, 20 hier steht. Man hat sein Feeder-Set, sein erstes starkes mit einer HSV drauf als gute Rolle. Beziehungsweise man hat dann vielleicht hier diese Fortuna Carp sich schon gegönnt und das Set einmal schon hier vielleicht mit einer HSV in Kombination. Dann kann man hier natürlich auch anfangen mit, ja, schön mit den größeren Haken. Und mit den kleineren Sets, die man dann vielleicht noch hat, vielleicht ist man ja noch nicht komplett hier mit drei gleichwertigen Routen, dann geht man halt mit den kleineren Sets einfach mal auf Käse oder so oder mit den Teigen, denn es gibt ja noch einiges anderes, was man hier rausziehen kann. Vielleicht einfach mal auch auf Schleie oder sowas ein bisschen probieren mit den Ködern. Ja, auch hier gehe ich mal ein bisschen kleiner dran, 1-0er Haken. Das hier ist jetzt die klassische Haarmontage mit der Kombination sinkender Boilie und sinkenden Pellet. Und auch hier gehen wir schön auf die Muschelkombi. Muschelpellets 18, Muschel auflösend 20, Krabbe und Muschel. Und hier ist der Muscheldip auch schon dran.
Auch das auf 21 Meter. Gib ihm. Bisschen absinken lassen, zumachen. Löbt. So. Aber wie gesagt, bisher die dicken Brocken alle und vor allem auch auf diesem Set hier hat das sehr gut funktioniert. Dicker, fetter 4-0er Haken, 18er Pellets, 20er dicke, fette Boilies und die Muschel. Wie gesagt, das ist schon nicht so schlecht gewesen. Das war schon wirklich gut. Und jetzt teste ich halt wieder ein bisschen weiter. Man muss halt immer rumprobieren, ne? Immer mal wieder was Neues. Und immer mal wieder auch neue Köder dann mit testen. Das ist halt immer so ein bisschen wetterabhängig. Denn gerade eben wird es... demnächst wird es auch noch regnen. Da bin ich sehr gespannt. Davor war zumindest leicht bewölkt und sonnig. Jetzt ist komplett bewölkt. Diesig. Jetzt geht gerade nicht so wirklich viel anscheinend. Offensichtlich haben die Karpfen da nicht so richtig Bock gerade. Oder ich werfe einfach gleich mal ein bisschen weiter aus. Weißt du was? Ich werfe gleich mal ein bisschen weiter aus. Ich werfe das jetzt hier. Ich lasse die Kombination so, wie sie ist. Auch wieder hier mit Muschel. Hier vom Haken her ein bisschen kleiner. Aber ich werfe einfach mal weiter aus. Und zwar wollen wir jetzt hier nicht auf 21 Meter in diesem Bereich. Wir ballern mal deutlich weiter. Ich gehe mal auf 30 Meter. So. Und auf 30 Meter ausgelegt. Joa. Alles schön nochmal stramm ziehen. Und dann heißt es jetzt natürlich auch hier wieder erstmal ein bisschen warten. Ich hatte das Ganze hier gerade so nebenbei gemacht. Karpfenangeln finde ich ist immer ganz praktisch. Da kann man nebenbei ein bisschen was rausziehen und hauptsächlich sich dann, keine Ahnung, einer Serie oder einem Stream widmen oder Videos schneiden und in der Art, ja. Und deswegen ist das Karpfenangeln für mich halt immer so ein Nebenbei-Ding. Aber wenn das doch so gut geht wie hier und wenn da so geile Dinger reinballern, dann zeige ich das doch auch immer gerne. Alter, gerade mit den Größen hier, die U15-Kilo-Teile. Wenn man sich überlegt, das Teil schön auf einer HSV, die haben erstmal Bock. Da ist man erstmal 20 Minuten mit beschäftigt. So, jetzt lassen wir das erstmal schön alles im Wasser. Wie gesagt, ohne Futtermische. Wenn jetzt hier gleich nichts geht, in Richtung Abendstunden vor allem, teste ich nochmal eine Futtermische. Aber vorher noch nicht. Also abwarten. Tja, Alten. Das ganze Abwarten und Kaffee trinken hat bisher noch nichts gebracht. Wir haben mittlerweile schon 18 Uhr in-game durch. Normalerweise müsste jetzt so langsam mal so ein Karpfen aber auch wieder reinballern. Keine Ahnung, was auf einmal los ist. Schlagartig Ende hier. Entweder ist der Spot gerade schon komplett leer gefischt. Kann eigentlich nicht sein, vor allem mit dem Break zwischendrin. Das heißt, ich teste jetzt Futtermische. Futterbällchen, denn so auf 21 Meter, das könnte ich so gerade noch treffen. Wir nehmen eine klassische Basis, und zwar nehmen wir einfach mal eine Erbsenbasis. Dann nehmen wir irgendetwas, was in Richtung Muschel geht. Haben wir was Muscheliges? Ja. Wir haben hier Flusswandermuschel. Wir haben Muschel als Feeds. Da nehmen wir einfach mal eine Portion von den großen 8 mm. Dann haben wir bestimmt auch noch, was geht auch immer für Karpfen und Co. Mais geht doch bestimmt auch immer. Guck mal hier, Mais-Feeds-Pellet oder Mais. Nehmen wir hier diese einfache Zutatenmische. Und was nehmen wir noch? Gibt es noch irgendwas Fischiges? Es gibt noch Lachs und Thunfisch, Tintenfisch und Kräuter. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu extrem. Was können wir noch nehmen? Erbse einfach für die Karpfen. Könnten wir auch nehmen, ne? Das heißt, wir haben hier Erbse als Basis, Erbse, Mais, Wandermuschel und Muschelfeeds. Und das Ganze, das machen wir nochmal hier schön mit Muschel. Soße. Krabbemuschel können wir auch nehmen. Wir haben zumindest Krabbe und Muschel auflösend. Sollen wir mal Krabbe und Muschel nehmen? Komm, wir machen das mal.
Gibt es dann auch Krabbe und Muschel? Warte mal, dann nehmen wir die Erbse weg. Krabben- und Muschelfeeds. Es gibt Krabbenfeeds. Oh, dann machen wir das mal. Testen wir mal auf Krabbe und Muschel, denn wir haben ja hier Krabbe und Muschel auflösend. Das ist ja interessant. Dann machen wir Krab, Mu, so, zack, als Name anfertigen. Tja, jetzt natürlich die große Frage, wirkt das Zeug oder ist das Katastrophe, ne? Kann man halt nicht wissen. So, jetzt müssen wir Krabmu auch noch finden. Hier ist es. Direkt gefunden. Jetzt müssen wir mal kurz noch mal einen Schluck trinken, dass wir schön volle Energie haben. Und irgendwo zuppelt's. Da zuppelt's. Das ist die Route, die auf 30 Meter draußen ist. Sehr interessant, dass die als erstes loszuppelt. Sehr interessant. Ja, soweit es geht nach vorne. Und dann maximal aus. Ja, das passt ungefähr. Eins, zwei. Wir ballern erstmal raus hier. Und da hinten geht's auch wieder los. Guck mal da. Ohne Futtermische. Jetzt ist natürlich blöde, Alter. Jetzt habe ich gerade die Futtermische hier am Start. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas damit versaue. Denn offensichtlich geht es ja immer noch auch ohne Futtermische. Zack. Komm ran hier. Offensichtlich geht da wieder was. Vielleicht ist einfach nur so ein bisschen Mittagspause gewesen bei den Fischen. Und dann geht das so langsam wieder los. Aber, na doch, der ist noch im Rahmen hier. 3,5 immerhin. Ich baller den jetzt nicht so weit raus. Ich gehe wieder zurück auf 21 Meter, weil ich hier jetzt die Futtermische drin habe. Ein bisschen mehr aufladen. 21 Meter. So. Zack. Und der hat ein bisschen mehr Speck, oder? Ah, nicht wesentlich. Nicht wesentlich mehr. Und das ist jetzt hier einfach nur auf eine Kombination von Maiskörnern. Maiskörner, Muschel. Zack. Spiegelkarpfen. Klein, aber immerhin Spiegelkarpfen. Naja. Auf Mais-Kombi. Also auf Muschelmais, ne? Das ist jetzt, gucken wir nochmal eben rein. Muschelgrün als Mais und Muschel, also beides Kunstmais und natürlich den Dip. Ja, ob das jetzt der Burner ist, wäre natürlich mega gut. Gerade mit der Kombination hier Krabbe und Muschel. Zweimal drauf, auflösend. Das sollte doch eigentlich genau diese Köder jetzt hier genau ansprechen. Gibt es eigentlich Krabbenmais? Krabb. Es gibt Krabbenmais. Aber es zuppelt hier schon wieder auf dem, Ich wollte es gerade tauschen. Ich tausche das gleich mal aus. Also, es zuppelt direkt wieder los. Freut mich natürlich. Ich hatte schon gerade gedacht, Alter, das kann doch nicht sein. Da machst du das Video an und zack, nichts geht mehr. Das wäre ja so, als ob ich benachteiligt wäre, dadurch, dass ich hier ein Video anmache. Kann man sich ja nicht ausdenken, sowas. Als ob das Game sofort merken würde. Alden, der macht das Video an. Haha, da machen wir erstmal aus. Bestimmt. Kleiner Spiegelkarpfen? Oh, der war aber so gerade, oder? So gerade maßig. Das ist ja der Hammer. 579 XP. Da geht aber bestimmt mehr. So, jetzt machen wir das mal weg und machen hier die Krabbe dran. Krabbe und Muschel. Warum auch nicht, ne? Halt, zu weit. So. Ich will es ja auch nicht übertreiben, ne, mit dem Aufladen, auch wenn der Clip drin ist. Wenn man zu doll reinballert, schmeißt man natürlich aus. Bäm, das geht in den Clip und fällt wieder so weit zurück. Will man ja nicht. Ja, schön. Also, für mich ist es gerade gut. Warum ist es für mich gut? Weil ich schön nebenbei noch was anderes machen kann, aber es gehen konstant die Dinger rein. Theoretisch, wie gesagt, würde ich mich jetzt hier auch einfach hinstellen oder wie auch gerade schon ja gezeigt, stand ich ja auch schon hier.
auch eben komplett mit dicken, fetten Haken, weil ich eben auch, ich sag mal, eine nicht so hohe Frequenz haben will, aber wenn, dann richtig, dann soll es sich eben auch lohnen. Und hier unten die paar Fischis, das waren, glaube ich, irgendwie gerade schon so um die 100 Silber. Also das ist im Großen und Ganzen so für nebenbei einfach mal noch ein paar Karpfen rausziehen, ist das ja gar nicht schlecht. Und wenn man hier natürlich steht mit einem feineren und kleineren Set, geht zum einen natürlich auch die Frequenz nochmal ein bisschen hoch und zum anderen hat man natürlich auch von so einem 15 Kilo Fisch auf so einer, vielleicht sogar auf einer verbesserten HSV, wenn die schon gepimpt ist, auf 17 Kilo Bremskraft. Trotz allem hat man damit natürlich erstmal lange zu kämpfen und man muss da erstmal ordentlich drillen. Ja, wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Karpfensets, zusammenbaut und so weiter, es gibt zum einen eine ganze Serie Quick-Tipps, wie baut man Karpfensets zusammen oder Grundsets. Es gibt natürlich zu den ganzen Fiedergedöns auch noch Tipps. Es gibt ein extra Video zu dem Futtermischen und Futterraketen und wie überhaupt die Köderkombination und so weiter zu bauen sind und so weiter. Also es gibt da jede Menge Infos, einfach mal auf dem Kanal reinhacken. Ich mache jetzt hier erstmal schön entspannt weiter. Petri, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken, gönnt euch ein paar schöne. Und vielleicht schreibt ihr auch mal unten rein, ob ihr ein paar Lederkarpfen gefangen habt. Ich suche immer noch Lederkarpfen. Bis zum nächsten Mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr oder im nächsten Video. Petri.